Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch ein paar generelle Dinge über Geschirrspüler erzählen. Zum Beispiel taucht immer wieder die Frage auf, darf man einen Geschirrspüler während des laufenden Spülprogramms öffnen? Dazu kann ich euch sagen, das ist absolut kein Problem. Es kann kein Wasser aus dem Geschirrspüler austreten, wenn ihr die Tür geöffnet habt. Ihr solltet logischerweise, wenn das Gerät gerade spült, aufpassen und die Tür etwas langsam öffnen. Die Sprüharme drehen sich noch, das dauert ein wenig, ehe die Pumpe abgeschalten wird. Dabei könnte etwas Wasser herauskommen, ihr werdet etwas nass dann dabei. Aber wenn ihr die Tür nur ein kleines Stückchen aufzieht und dann im Prinzip die Pumpe aufhört zu drehen, dann könnt ihr das Gerät komplett öffnen, auch wenn noch Wasser drin steht. Dann wird kein Wasser austreten. Das mache ich zum Beispiel in meiner Praxis relativ häufig, um zu schauen, drehen sich denn beide Sprüharme, ist genügend Wasser im Gerät. Dafür ist es für mich nötig, das Gerät auch während des Spülprogramms zu öffnen. Zwar gibt es da noch ein paar andere Möglichkeiten, es gibt Plexiglastüren als Ersatzteil, aber ihr könnt euch vorstellen, zu jedem Kunden mit einem Problem mit dem Geschirrspüler die passende Plexiglastür mitzunehmen, um die dann vor das Gerät zu setzen, ist doch sehr umständlich, deswegen wähle ich persönlich für mich diesen einfachen Weg. Als nächste Frage taucht auch relativ häufig auf, dass das Gerät Zeitsprünge macht. Das ist äquivalent wie bei Waschmaschinen. Man stellt eine Zeit ein, dann wird euch zum Beispiel angezeigt, das Programm läuft 1,5 Stunden. Ihr schaut dann drauf, es sind noch 20 Minuten Restzeit und schaut ihr 5 Minuten später drauf, stehen immer noch die 20 Minuten oder auch weniger Zeit drauf. Das ist völlig normal. Der Geschirrspüler und auch die Waschmaschine und ebenfalls auch die Wäschetrockner ermitteln immer den aktuellen Stand und passen ihre Restlaufzeit an diesen aktuellen Stand an. Die Unterschiede beim Geschirrspüler sind oftmals zwischen Sommer und Winter zu merken. Das ist relativ logisch, wenn ihr im Geschirrspüler ein 60 Grad Programm einstellt, das Gerät auf 60 Grad hochheizen muss, macht es einen Unterschied, ob im Winter relativ kaltes Wasser in den Geschirrspüler reinfließt, was aufgeheizt werden muss, oder ob ihr im Sommer spült und dann das Wasser, was in den Geschirrspüler hineinfließt, schon wesentlich wärmer ist und nicht mehr ganz so weit aufgeheizt werden muss. Dadurch im Prinzip ändern sich dann die Zeiten, also das ist völlig normal und kein Defekt am Gerät. Bei diesem Punkt mit den Temperaturen kommen wir gleich zu der nächsten Frage, warum ein Geschirrspüler im Sommer relativ oft schlechter trocknet. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Die meisten Geschirrspüler trocknen mit dem Kondensationsprinzip. Das bedeutet, der Innenraum ist aufgewärmt, also richtig heiß. Das Wasser, was auf dem Geschirr ist, ist heiß. Und seitlich am Geschirrspüler wird die Wassertasche mit kaltem Wasser gefüllt. Dadurch wandert im Prinzip dieses heiße Wasser, diese heiße Feuchtigkeit an diese Seite, wo die Kälte ist. Um dieses auszugleichen, das ist ähnlich wie im Bad, wenn ihr duschen geht, dann beschlägt der Spiegel. Und je kälter das Wasser in dieser Wassertasche ist, umso besser ist das Trocknungsergebnis, dass im Prinzip die Feuchtigkeit, die heiße Feuchtigkeit an diese kalte Seite hinüberwandert und dadurch trocknet. Und im Sommer ist das Wasser, was in das Gerät hineinfließt, logischerweise etwas wärmer. Dadurch ist das Trocknungsergebnis schlechter. Das ist dann auch gleich der nächste Punkt. Die besten Ergebnisse könnt ihr erzielen, indem ihr direkt nach dem Spülvorgang das Gerät öffnet und zusätzlich diese Feuchtigkeit aus dem Gerät herauslasst. Das ist auch kein Problem, denn im Normalfall ist so ein Phrasenschutz unter eurer Arbeitsplatte angebracht. Dieser Phrasenschutz verhindert im Prinzip, dass die Feuchtigkeit direkt an die Arbeitsplatte oder direkt sich an der Arbeitsplatte ablagern kann und diese Arbeitsplatte dann zum Aufquillen bringt. Also auch da habt ihr so einen Phrasenschutz dran, kann der Arbeitsplatte nichts passieren. Und als letzter Punkt ist noch eine Besonderheit bei Bosch Siemens Geräten, zumindest die Geräte, die über eine Zeolithtrocknung verfügen. Dort ist es so, es sind zwar zwei Heizungen verbaut, einmal die normale Heizpumpe und einmal der Glasheizkörper für das Zeolithsystem. Ist dieser Glasheizkörper für das Zeolithsystem defekt, wird letzten Endes aber auch im normalen Spülgang das Wasser nicht erhitzt. Da muss man dann wirklich diese Heizkörper einzeln überprüfen, welcher defekt ist und nicht einfach beide wechseln oder einfach die Heizpumpe wechseln. Das hat den Grund, dass die Zeolithheizung, also dieser Glasheizkörper, auch im normalen Spülgang mitläuft. Zum einen, um das Zeolithgranulat zu trocknen, damit es hinterher wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann, und zum anderen auch, um die Heizpumpe etwas zu unterstützen,
beim Aufheizen des Innenraums und ist eine der beiden Heizungen defekt, wird dann natürlich auch beim normalen Spülgang nicht mehr geheizt. Also da nicht durcheinander bringen lassen, dass man denkt, die Zeolithheizung oder der Glasheizkörper ist nur für den Trockenvorgang zuständig. Die unterstützen sich beide auch beim Spülen. Also kann es auch sein, dass letzten Endes beim Spülgang nur die Zeolithheizung defekt ist. Ich hoffe, mit diesen Tipps konnte ich euch ein wenig weiterhelfen, ein paar Fragen beantworten. Habt ihr noch weitere Fragen, dann schreibt mir wie immer gern eine E-Mail oder gern auch unter dieses Video. Und wenn ihr möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video liked und meinen Kanal abonniert.